Unser heutiges Video dreht sich um die unglaublichen Versprechen rund um die Crazybike Trenonol-Kapseln. Denn der Hersteller verspricht mit der Einnahme deutlich mehr Muskelmasse, mehr Kraft und Ausdauer und eine bessere Kondition. Ich teile heute mit euch meine persönlichen Erfahrungen mit den Kapseln und ob sie wirklich etwas bringen und was ihr beachten solltet. Lasst uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Vitali von Health Canal und heute werden wir uns mit einem weiteren Kraftbooster aus dem Hause Crazybike beschäftigen. Die Crazybike Trenonol-Kapseln versprechen, dass sie innerhalb von weniger als 2 Monaten zu einer signifikanten Steigerung des Kraftzuwachs, zu mehr Ausdauer und somit auch zu mehr Muskelmasse führen können. In diesem Video werden wir uns genauer mit den Inhaltsstoffen der Kapseln befassen und Vor- und Nachteile einer solchen Einnahme diskutieren. Es ist wichtig, dass ihr bis zum Ende dran bleibt und dem Video gerne ein Like gebt. Am Ende des Videos werde ich euch auch meine persönlichen Erfahrungen mit der Einnahme mitteilen und euch darüber informieren, ob es sich hier um einen Betrug handelt oder nicht. Darüber hinaus werde ich euch einige Tipps geben, wie ihr das Produkt optimieren könnt und worauf ihr dabei besonders achten solltet. Crazybike Trenonol enthält eine Mischung aus verschiedenen Inhaltsstoffen, die laut Hersteller einen perfekten Booster für das Workout darstellen. Sie sollen den Aufbau von Muskeln, die Verbrennung von Fett und die Leistungsfähigkeit unterstützen können. Zu den Hauptbestandteilen von Trenonol gehören Beta-Sitosterol, Samento-Innenrinde, Brennnesselblattextrakt und Pepsin. Die Inhaltsstoffe bieten potenzielle Vorteile wie eine erhöhte Stickstoffretention. Trenonol kann die Stickstoffretention in den Muskeln verbessern, was zu einer gesteigerten Proteinsynthese und einem erhöhten Muskelwachstum führen kann. Eine Steigerung der Produktion von roten Blutkörperchen. Durch die vermehrte Produktion von roten Blutkörperchen kann Trenonol die Sauerstoffversorgung der Muskeln verbessern. Das führt zu einer besseren Ausdauer und Leistungsfähigkeit während des Trainings. Verbesserte Muskelregeneration. Die Inhaltsstoffe von Trenonol können auch zu einer schnelleren Erholung nach dem Training beitragen, indem sie den Muskelabbau reduzieren. Wie bereits erwähnt, sind vor allem die Wirkstoffe wie Beta-Sitosterol dafür verantwortlich. Studien zufolge hilft Beta-Sitosterol dem Körper, mehr Testosteron zu produzieren und somit für mehr Kraft und Ausdauer zu sorgen. Auch von der Samento-Innenrinde wird angenommen, dass sie entzündungshemmende Eigenschaften besitzt und Muskelschäden nach intensiverem Training reduzieren kann. Jedoch fällt hier auf, dass die Kapseln an sich durch keine gesonderte Studie getestet wurden. Auch liegen leider keine Zertifizierungen oder Tests durch unabhängige Labore vor. Auch wird nicht gesagt, ob der Wirkstoff Beta-Sitosterol natürlich oder synthetisch hergestellt wurde. Ich habe die Kapseln selber bisher über einen Zeitraum von 2 Wochen eingenommen. Bisher vertrage ich die Kapseln ganz gut. Hier und da zeigen sich vereinzelt Magenkrämpfe, insbesondere wenn ich nach der Einnahme der Kapseln lange nichts esse. Crazybike verspricht einen Leistungszuwachs und mehr Muskelmasse. Ohne den gezielten Gang zum Workout sind die Kapseln jedoch unbrauchbar. Crazybike empfiehlt eine Einnahme von 3 Kapseln Trenonol etwa 45 Minuten vor dem Training, um optimale Ergebnisse zu erzielen. An Tagen ohne Training soll 3-mal täglich jeweils 1 Kapsel eingenommen werden. Hier solltet ihr darauf achten, die Kapseln zu den Mahlzeiten einzunehmen. Crazybike Trenonol ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Vor- und Nachteilen. Ein großer Vorteil besteht darin, dass es eine legale und sichere Alternative zu anabolen Steroiden darstellt. Es kann zum Muskelaufbau verhelfen und Kraft und Ausdauer steigern. Ein weiterer Vorteil sind die Inhaltsstoffe in Trenonol. Diese können den Muskelaufbau und die Kraftentwicklung unterstützen, was dazu beiträgt, Fitnessziele schneller zu erreichen und die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Die einfache Anwendung ist ein weiterer Pluspunkt von Trenonol. Im Gegensatz zu anabolen Steroiden erfordert es keine schmerzhafte Injektion oder Verschreibungen. Es ist in Form von Kapseln erhältlich, die einfach einzunehmen sind. Dadurch lässt sich Trenonol bequem in den Alltag integrieren. Natürlich gibt es auch Nachteile zu beachten. So variieren individuelle Ergebnisse, da jeder Körper unterschiedlich auf Nahrungsergänzungsmittel reagiert. Es ist wichtig, realistische Erwartungen zu haben und Geduld zu haben, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ein potenzieller Nachteil sind möglicherweise Nebenwirkungen, insbesondere bei empfindlichen Personen.
Außerdem sollten immer die Dosierungsanweisungen befolgt werden. Bei auftretenden Nebenwirkungen sollte die Einnahme von Trenorol abgebrochen und ein Arzt konsultiert werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass Trenorol möglicherweise höhere Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Nahrungsergänzungsmitteln mit sich bringt. Kommen wir nun zu dem Ergebnis meiner persönlichen Erfahrung mit Trenorol-Kapseln. Insgesamt war die Anwendung einfach und ich hatte keine schweren Nebenwirkungen. Lediglich ganz leichte Magenschmerzen an den Tagen, wo ich nicht auf eine regelmäßige Ernährung geachtet habe. Hat sich durch die Einnahme mehr Muskelmasse gebildet und mehr Kraft eingestellt? Teilweise ja. Das mag aber auch daran liegen, dass ich ein regelmäßiges Training von 3 bis 4 Mal pro Woche eingehalten habe und sehr auf meine Makro- und Mikronährstoffe geachtet habe. Wenn jemand also denkt, dass dies ein einfacher Weg ist, um Muskelwachstum aus dem Nichts zu erhalten, liegt er leider falsch. Selbst die besten Kapseln wirken nicht, wenn man keine angepasste Ernährung und einen effektiven Trainingsplan hat. Wenn ihr also mehr Muskelmasse aufbauen möchtet, empfehlen wir euch dringend eine ausgewogene Ernährung einzuhalten. Diese sollte eine Vielzahl gesunder Nährstoffe haben und genügend gesunde Kohlenhydrate, fettarme Milchprodukte, reichlich Proteine und ungesättigte Fette. Ihr könnt zum Beispiel Eier, Fisch, fettarm und proteinreichen Käse, mageres Fleisch und Linsen in eurer Ernährung aufnehmen. Neben der Ernährung ist das richtige Training entscheidend für den Muskelaufbau. Eine empfehlenswerte Methode für euch als Kraftsportler ist ein gezieltes Krafttraining mit Gewichten. Zusätzlich können Übungen wie Kniebeugen und Bankdrücken in euer Trainingsprogramm integriert werden, um effektiv Muskelmasse aufzubauen. Insgesamt kann Trenorol von Crazy Bike als hilfreiche Ergänzung betrachtet werden, um den Muskelaufbau zu unterstützen und mehr Kraft und Ausdauer zu bekommen. Vorausgesetzt, ihr trainiert regelmäßig und optimiert eure Ernährung. Denn diese Kapseln sind kein Wundermittel. Mit seinen Inhaltsstoffen bietet es potenziell bedeutende Vorteile und wird auch als sichere Alternative zu anabolen Steroiden beworben. Es ist aber wichtig, realistische Erwartungen zu haben und das Produkt in Verbindung mit einer gesunden Ernährung und regelmäßiger körperlicher Aktivität zu verwenden. Ich würde das Produkt empfehlen, allerdings nur als unterstützende Maßnahme in Verbindung mit Sport und einer ausgewogenen Ernährung. Wenn ihr die Trenorol-Kapseln von Crazy Bike kaufen wollt, könnt ihr einfach auf den Link in der Infobox klicken und dort auch einen schriftlichen Artikel zum Produkt finden, in dem ihr alles noch einmal nachlesen könnt. Wenn euch die Produkte von Crazy Bike interessieren, findet ihr eine ganze Reihe weiterer Videos auf unserem Kanal, denn die Trenorol-Kapseln sind nur eines von vielen Produkten, die wir für euch getestet haben. Ihr könnt euch noch weitere Crazy Bike Review Videos ansehen, indem ihr oben auf die Links klickt, die jetzt auf dem Bildschirm erscheinen. Damit ist das heutige Video zu Ende. Wenn euch dieses Video gefallen hat, solltet ihr unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein neues Video von HealthKanal zu verpassen. Ich wünsche euch einen gesunden und glücklichen Tag und sehe euch im nächsten Video wieder.